Lieben Freunde, hier ist euer Steinwallen. Heute ist ein großer Tag, denn heute erscheint Old World endlich auf Steam. Warum sage ich das so pathetisch? Der Grund ist, meines Erachtens ist dieses Spiel eines der besten 4X-Runden-Strategiespiele der letzten Jahre. Und nicht nur eines der besten, sondern eines der innovativsten mit einem sehr starken historischen Bezug. Es spielt in der Antike und macht das auch auf sehr interessante und gute Art und Weise. Bisher gab es das nur im Epic Game Store. Und da tummeln sich leider relativ wenig Strategen, also die Zielgruppe dieses Spiels findet sich dort nicht so stark wieder. Und deswegen, glaube ich, ist es bei vielen Strategiespielen auch etwas unter dem Radar, noch zu Unrecht, wie ich finde. Und ich hoffe und denke, dass mit dem Steam-Release sich das ändern wird. Dieses Video dient jetzt dazu, euch mit Informationen zu versorgen rund um diesen Release, denn da gibt es einiges, was man zu besprechen hat. Es geht also um den Preis, um die deutsche Version, um den neuen DLC, um Veränderungen in den letzten Jahren am Spiel, um einen Ausblick, welche Rolle Old World auf dem Kanal noch spielen wird. All dies, das ist aber keine Spielvorstellung im eigentlichen Sinne. Dazu habe ich in der Vergangenheit einiges schon gemacht, auf das ich euch auch gerne verweisen möchte. Und vielleicht fangen wir auch direkt damit an. Als erstes, das Spiel kam vor 2 Jahren im Early Access auf Epic raus. Und vor 2 Jahren habe ich eine ziemlich umfassende angespielte Reihe gemacht mit Karthago. Ihr seht es, 8 Videos. Den Link dorthin findet ihr in der Videobeschreibung. Und natürlich ist das damals noch eine sehr frühe Version gewesen, also auf Englisch, und es gab noch Platzhaltergrafiken und hier und da funktionierte es noch nicht so, wie es später funktionierte, aber ich würde mal sagen, zu 80-90% kann man einen sehr guten Eindruck schon in dieser Videoreihe gewinnen über die besonderen Details auch des Spiels. Das ist das eine. Wenn euch das aber zu viel ist, zu aufwendig ist, gibt es eine zweite Möglichkeit. Ich habe vor einem Jahr, als das Spiel nämlich in der Release-Version auf Epic herauskam, für die GameStar ein Testvideo gemacht, 10 Minuten lang. In diesem Video habe ich mal alles zusammengefasst, so knackig wie möglich, was eigentlich toll ist an diesem Spiel, was anders ist, was, was der Schwerpunkt eigentlich des Spiels ist, wie es funktioniert. Also das sind so kompakte 10 Minuten. Das Video, das würde ich immer noch so unterschreiben, da findet ihr meines Erachtens alle wichtigen Informationen. Und wer lieber das Ganze nachliest, auch den kann ich auf etwas verweisen, nämlich ich habe einen schriftlichen Test auch für die GameStar gemacht, vor einem Jahr etwa. Ich glaube, ich habe 85% vergeben für dieses Spiel. Allerdings ist das nur für GameStar Plus Leser verfügbar. Wenn ihr das seid, dann könnt ihr eben auch diesen Test nochmal nachvollziehen. So, aber zurück jetzt hierhin. Das nächste Thema, über das ich sprechen möchte, ist der Preis. Das Ganze wird auf Steam und bei meinem Keyshop-Partner aktuell mit 10%, also Games Planet heißt der Keyshop-Partner, mit 10% Rabatt angeboten. 40 Euro ist der normale Preis, davon 10% runter. Allerdings könnt ihr noch ein bisschen sparen, zumindest in den ersten 5 Tagen mit dem Rabattcode WALTIKE. Bei Games Planet, beim Keyshop-Partner, wenn ihr das dort eingebt, dann gibt es 14% reduziert. Und wenn ihr für euren Einkauf den Link in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar nutzt, dann unterstützt ihr diesen Kanal und diese Art Videos. Dort erhaltet ihr einen Steam-Key, den könnt ihr bei Steam dann aktivieren. Nach diesen ersten 5-6 Tagen ändert sich der Preis. Auf Steam wird es dann regulär 40 Euro kosten. Mit dem Rabattcode bekommt ihr aber dann immerhin noch bis zum 3.7. 5% Rabatt. Also auch wenn ihr das später schaut, danach hat das noch Gültigkeit und die Links sowieso. Okay, soweit zum Thema des Preises. Jetzt kommen wir zum Thema der deutschen Spielversion. Sie hatten ursprünglich angekündigt, dass die deutsche Spielversion mit dem Release auf Steam verfügbar ist. Das ist sie noch nicht ganz. Das heißt, in der normalen Version, die ihr erhaltet, wenn ihr das Spiel kauft und runterladet, ist die deutsche Version noch nicht verfügbar. Aber es gibt eine Beta-Branch, eine Beta-Version des Spiels, in der ist diese deutsche Version schon enthalten und die kann jeder auch aktivieren und die funktioniert auch ziemlich gut. Ihr müsst dafür auf Steam Rechtsklick, also in der Steam-Bibliothek Old World suchen, dort Rechtsklick drauf machen, dann öffnet sich ein Kontextmenü, dort auf Eigenschaften gehen
und dort auf den Reiter Betas gehen. Und dort könnt ihr dann in einem Ausklappmenü diesen Beta-Branch aktivieren. Da gibt es ja noch einen kleinen Download. Und wenn ihr dann das Spiel startet, kommt ihr hier in diesen Beta-Branch. Das sieht so aus, sieht aus wie das normale Spiel. Und ihr könnt dann in den Optionen das Ganze auf Deutsch einstellen. Aber Achtung, unten steht es auch, Development-Build. Die deutsche Version ist noch nicht perfekt. Da arbeiten sie noch dran. Bis Juni, bis zu einem größeren Patch im Juni, soll das dann auch in die offizielle Version übernommen werden. Ich habe aber schon ein bisschen rumgetestet. Ich finde es im Großen und Ganzen hervorragend. Das hat im Übrigen auch nichts mit dieser Deutsch-Mod zu tun, die schon existiert. Also das ist richtig professionell gemacht, sehr umfassend. Ein paar Sachen sind noch nicht übersetzt, ein paar Szenarien, Beschreibungen und ähnliches. Aber man kann es wunderbar schon damit spielen und ja, kann das Spiel eigentlich in der vollen Vielfalt genießen, wenn man ein paar kleine Fehler akzeptiert. Gut, soweit zu der deutschen Version. Ach so, wichtig ist, wenn ihr das Spiel schon auf Epic gekauft habt, auch bei Epic gibt es so eine Beta-Branch. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wie man das bei Epic aktiviert. Da müsst ihr nochmal googeln oder ihr findet es selber raus. Und in dieser Epic-Beta-Version ist auch schon diese deutsche Version verfügbar. Also auch die Epic-Spieler können das jetzt schon in Deutsch spielen. So, nächstes Thema ist ein DLC, was gleichzeitig jetzt mit dem Steam-Release rauskommt. Und dieses DLC heißt Helden der Ägäis. Und jetzt ist wichtig, Folgendes. Dieses DLC wird oder kostet regulär 10 Euro. Für alle, die bis zum 2. Juni, glaube ich, also 2 Wochen nach dem Steam-Release, das Spiel auf Steam kaufen, die erhalten dieses DLC kostenlos mit dazu. Das gilt im Übrigen auch für den Games Planet-Kauf. Also auch Games Planet ist Teil dieser Aktion. Wenn ihr also den Link nutzen wollt und den Rabattcode, dann profitiert ihr auch davon. Also in den ersten 2 Wochen ist dieses DLC kostenfrei. An dieser Stelle meldet sich kurz einmal der Steinwallen aus dem Schnitt. Denn im Video sage ich jetzt eigentlich etwas Falsches. Das Falsche habe ich rausgeschnitten. Jetzt sage ich das Richtige, nämlich, dass auch die Besitzer der Epic-Version dieses DLC kostenlos erhalten. Und zwar entweder, wenn sie die Version schon gekauft haben, also schon besitzen, oder wenn sie sie bis zum 2. Juni im Epic Game Store kaufen. Also das ist komplett gleichgestellt, das Ganze. Zurück zum Originalvideo. Jetzt zeige ich euch aber noch, was dieser DLC beinhaltet. Als erstes gibt es für die, ich sag mal, Sandbox-Kampagne, gucken wir mal hier, neues Spiel, ein neues Volk, ein sechstes, nämlich die Hethiter, die als besondere Einheiten Streitwagen haben. Ansonsten haben sie als besondere Eigenschaft, wobei ich sehe das hier gar nicht aufgeführt, ich habe es aber gelesen, können sie ohne Bewegungsmali über Hügel sich bewegen und sie können sofort Holz hacken ohne Probleme. Also das soll einfach ihre Beweglichkeit in diesem Bergland, in dem sie sich historisch befunden haben, nachvollziehen. Ja, hier seht ihr ihre Familien, die sind ja ganz entscheidend für die Ausrichtung, Reiter, Landbesitzer, Mäzene und Händler. Außerdem haben sie einen eigenen Oberhauptarchetyp, Richter. Ja, der als Mission hat, des Oberhaupts Hofhalten, aber das sind alles schon spezielle Details für Leute, die sich mit dem Spiel auskennen. Das ist das eine, aber ich würde sagen, der Kern des DLCs sind Szenarien, die dazukommen. Hier seht ihr sie, hier sehen wir es, dass es noch nicht ganz übersetzt ist. Und zwar sind es 6 kleine bis sehr große Missionen, Helden der Ägäis. Die bauen aufeinander auf, es geht natürlich um Griechenland, das heißt, ihr müsst eine absolviert haben, erfolgreich, um die nächste freizuschalten. Und es beginnt bei der Schlacht von Marathon. Und wir können eigentlich mal reinschauen, wie das so aussieht in so einer Mission. Denn diese Missionen funktionieren völlig anders als das Sandbox-Spiel. Natürlich sind die Spielmechaniken im Grundsatz ähnlich, aber manche Spielaspekte sind gar nicht enthalten. Es gibt Missionen, wo es zum Beispiel gar kein Stadtmanagement gibt. Es gibt manchmal veränderte Spielregeln, die werden dann auch aufgeführt. Es gibt natürlich definierte Charaktere, die hier eine Rolle spielen. Und hier geht es natürlich um den Kampf der Griechen bzw. der Athener gegen Persien. So,
Und das ist quasi diese Startmission. Und ihr seht es, hier haben wir die große persische Flotte, die beim Marathon landen möchte. Und hier haben wir die Stadt Athen, die mit den vorhandenen Einheiten, die jetzt hier ein bisschen verstreut sind, versucht, das Ganze irgendwie abzuhalten und diese Schlacht irgendwie erfolgreich zu schlagen. Es gibt die Perser, die sind hier unten auf der Karte, die Spartaner, die sind hier unten auf der Karte, mit denen man sich diplomatisch irgendwie verhalten kann. Außerdem gibt es noch eine unabhängige Stadt hier oben. Also so sieht's aus. Wie gesagt, komplett anders als das normale Sandbox 4X-Spiel. Man hat auch eine Menge von Startressourcen und man hat eine Menge von historischen Charakteren schon an seinem Hofe, die eine Rolle spielen. Und es wird mit Sicherheit auch entsprechende Events geben, die dort eine Rolle spielen. Ansonsten gibt es durchaus die üblichen Aspekte, bestimmte Gesetze, bestimmte Technologien, die dann aber historisch schon entsprechend etwas fortgeschritten sind. Ja, das einfach nur mal als kleiner Einblick in so eine Mission. Man hat dementsprechend nur eine Stadt, mit der man arbeiten kann, um diese Mission zu erfüllen. Wir gehen mal zurück ins Hauptmenü und gucken uns nochmal ganz kurz die anderen Missionen an, um eine kleine Vorstellung davon zu bekommen. Szenario. Genau, also wir haben dann in dieser zweiten Mission keine Stadt mehr zur Verfügung, sondern dort kämpft man verschiedene historische Schlachten gegen die Perser, um diesen Krieg endlich zu entscheiden. Dann geht es um den Aufstieg der Makedonier, da vergrößert sich langsam sozusagen das Spielfeld. Also da geht es um den Aufstieg von Philipp II. Und das Ziel, eine Hegemonie zu schaffen in Griechenland. Und wenn man das geschafft hat, diese Mission, dann hat man die vierte und fünfte, glaube ich, gleichzeitig freigeschaltet. Erstmal geht es um Olympias, die versucht als Königin ihren Sohn Alexander zu beschützen und in eine gute Machtposition zu bringen, dass er König wird oder König bleibt. Da gibt es wohl deutlich veränderte Spielregeln, die man sich unbedingt vorher anschauen sollte, weil da eher so interne politische Ambitionen eine Rolle spielen. Dann gibt es die Alexanderkriege, das heißt, jetzt öffnet sich die Karte noch weiter. Es geht also um die Eroberungskriege von Alexander und in einem sechsten, dann immer größer werdenden Szenario oder in einer sechsten größer werdenden Mission geht es um die Diadochenkämpfe. Das heißt, wir steigen dort ein, wenn Alexander gestorben ist und seine Generäle das Reich unter sich aufteilen. Und man kann dann entscheiden, welches dieser Reiche man spielt. Die Ptolemäer, die Seleukiden, die Antigoniden oder die Makedonier selbst. Ja, ich finde, da ist unglaublich viel Liebe reingeflossen. Ich kenne keines dieser 4X-Spiele dieser Art, die das so auf interessante Art und Weise macht. Also mir gefällt das hervorragend, das, was ich bisher gesehen habe. Im Übrigen, und das ist schon eine kleine Überleitung zum nächsten Thema, gibt es auch ohne das DLC schon so eine Art Mission im Basisspiel. Das ist nämlich auch mit dem Release dazu gekommen. Also falls ihr nur die Early Access Version kennt, ist der Aufstieg Karthagos ebenfalls neu. Da geht es dann logischerweise um Karthago, um die Gründung, die Legende mit der Kuhhaut, mit dem zerschnittenen Leder. Ihr kennt vielleicht diesen Mythos, mit der die Königin Dido das Land abgesteckt hat. Und dann geht es um Ausdehnung, Reichtum und Einfluss, um den Konflikt mit Rom und so weiter. Da kann man dann ein bisschen die Geschichte ändern. Also das ist auch mit neu ins Spiel gekommen. Ansonsten können wir uns hier vielleicht nochmal einen Blick auf die Weltkarten werfen. Also grundsätzlich gibt es im Sandbox-Spiel natürlich die Möglichkeit, eine Welt generieren zu lassen. Da gibt es auch genre-typisch viele Möglichkeiten, das alles dann einzustellen, was man da haben möchte. Es gibt aber auch historische Weltkarten. Einmal die ganz große, der Osten und Westen vereint. Dementsprechend auch alle Nationen dann spielbar. Es gibt aber auch abgeteilt nur den Mittelmeerraum mit Karthago, Ägypten, Griechenland und Rom oder nur den Nahen Osten mit den entsprechenden Fraktionen, die ihr hier seht. Das kann man sich im Sandbox-Spiel dann auswählen. Was ebenso interessant ist, wenn wir mal kurz reingucken in ein neues Spiel. Ja, nehmen wir einfach mal das und gehen weiter und in das erweiterte Setup. Es gibt
und das ist auch mit der Zeit hier dazugekommen, noch sehr, sehr interessante einstellbare Spieloptionen. Auf eine Sache möchte ich euch einfach mal hinweisen, weil man das selten sieht in solchen Spielen. Es gibt eine Spieloption Rollenspiel. Da bekommt man kein Pop-up-Hilfsfenster, wenn man Events hat und Entscheidungen treffen muss. Das heißt, ihr könnt also wirklich rollenspielerisch eure Entscheidungen treffen, ohne beeinflusst zu werden von den Konsequenzen oder dass ihr wisst, welche Konsequenzen das hat. Das finde ich sowas von extrem cool, dass Entwickler sogar darauf abheben, dass sie das berücksichtigen. Da bin ich schwer beeindruckt. Ja, es gibt auch noch viele, viele andere tolle Einstellungen. Also die One City Challenge und so weiter ist möglich. Also man kann grundsätzlich sagen, das Spiel ist wirklich nicht nur bis zum Release vor einem Jahr, sondern auch seitdem wahnsinnig fleißig, regelmäßig mit Updates versorgt worden. Und es sind auch ganz viele neue Events. Mit jedem Update sind auch neue Events geschrieben worden. Das Spiel ist sehr eventlastig, weil es auch sehr charakterlastig ist. Also die waren wahnsinnig fleißig noch. Und es ist wirklich inzwischen in einem hervorragenden, polierten Zustand meines Erachtens. Bei Extras findet ihr übrigens auch hier noch klassische Möglichkeiten, Karteneditor. Ihr könnt sämtliche Events auch über so einen Event-Editor suchen, sogar eigene dort bearbeiten. Außerdem gibt es ein Handbuch, etwas, was ich bei vielen Spielen vermisse. Hier gibt es das tatsächlich, wird im Browser geöffnet, als PDF, glaube ich, auch downloadbar. Und es gibt auch, wie gewohnt, bei dieser Art Spielen eine umfangreiche Enzyklopädie mit diversen Spielkonzepten, die dort erläutert werden. Das sind hier nur die Überschriften, die ihr seht. Also ihr merkt, ein richtig fettes, dickes, komplexes, interessantes 4X-Game, was euch hier erwartet. Insofern werde ich Old World mit Sicherheit auch bald auf den Kanal holen. Wenn der nächste Let's Play-Slot frei wird, wird es von mir auch ein großes, klassisches Let's Play mit Old World in der Sandbox-Variante geben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in einer der nächsten Donner-Streams wir uns auch eines dieser Szenarien, eines dieser Missionen von Old World mal vornehmen, also eine vornehmen, vielleicht sogar mehrere, um das mal auszuprobieren. Das passt immer ganz schön für so einen Stream, weil das immer relativ abgeschlossene Geschichten, in sich funktionierende Geschichten sind. Das war meine Kurzvorstellung. Falls ihr Old World Spieler seid oder werdet, wünsche ich euch viel Spaß. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.